wir haben heute mal wieder eine Sache. Ich weiß nicht, ob euch die genauso vom Stuhl haut, wie mich die vom Stuhl gehauen hat. Wir haben auf Kerzen geputscht. Fand ich eine witzige Sache. Und wenn ihr sehen möchtet, wie einfach das geht, ich habe mich da gar nicht so recht dran getraut, aber das ist wirklich, wirklich kinderleicht. Das könnt ihr super mit euren Kindern machen, gerade noch zu Weihnachten. Dann bleibt dran und schaut zu. Viel Spaß. In einem unserer letzten Videos hatten wir euch gezeigt, dass ich mit diesem Kerzendesign-Set Shining Christmas Kerzen gestaltet habe für mein Adventskranzgesteck. Da waren jetzt diese tollen Inka-Farben drin, Inka-Goldfarben in Silber, Bronze und Aprikot. Aber da ist auch noch ein Teil drin gewesen, Kerzentransferwachs. Da hatte ich euch gesagt, das zeige ich euch separat, weil das Video sonst einfach viel zu lang wird. Und das möchte ich euch heute schnell mal zeigen, wie das funktioniert. Dafür kann man sich jetzt entweder die Kerzen auch wieder farbig gestalten. In diesem Video geht es aber um dieses Kerzentransfer, also um das Putschen auf Kerzen. Und deswegen zeige ich jetzt hier einfach mal, wie man auf solche hellen Kerzen ein Bild gestalten kann. Ein lasergedrucktes Bild muss es sein. Könnt ihr euch selber ausdrucken, wenn ihr selbst einen Laserdrucker habt. Habe ich leider nicht, deswegen nutze ich die Sachen, die hier im Set mit drin sind. Und ich möchte mir jetzt, nicht die Sterne, ich möchte einmal so eine Häuserreihe, eventuell hier vielleicht die Sterne. Das schneide ich mir jetzt erstmal aus. Jetzt wird von diesem Kerzentransferwachs etwas auf die Kerze aufgetragen. Die Kerze hat eine Beule, ihr habt das gesehen. Ja, die hat eine Delle, deswegen waren die auch ganz preiswert. Aber zum Gestalten, zum selber Gestalten sind die immer noch super. Und dann wird auch auf das Bild, was man sich ausgesucht hat, Kerzenwachs aufgetragen. Dann wird das Bild, genau wie beim Putschen, auf die Kerze oder auf das Objekt aufgelegt. Hier ist es ja eine Kerze. Glatt gestrichen. Und jetzt muss es aber über Nacht trocknen. Sonst kann man das, wenn es trocken ist, gleich abrubbeln beim normalen Putschen. Hier müssen wir das jetzt über Nacht trocknen lassen. Na, weil hier keine Feuchtigkeit gezogen wird. Genau. Jetzt muss es über Nacht trocknen. Kein Wachs hier oben drauf streichen nach Möglichkeit. Nee, das wird ja abgewaschen, ne? Genau, das soll nachher abgewaschen werden. Und so bereite ich mir jetzt meine Kerzen fertig vor. Meine Kerzen vor. Und dann, wie gesagt, 24 Stunden stehen lassen. Dann machen wir es halt morgen weiter. Ich habe jetzt 24 Stunden gewartet. Und jetzt versuchen wir das Papier hier abzumachen. Und wollen schauen, ob sich das übertragen hat. Was heißt wollen schauen? Das wird schon funktionieren. Sonst würde man das ja nicht verkaufen. Jetzt muss das Papier richtig schön nass gemacht werden, weil die Farbe ist ja eigentlich in dem Wachs drin, was wir aufgetragen hatten. Jetzt sieht man schon, dass das schön durchtränkt wird hier. Und den nennt sie Patschen. Putschen. Gepatscht wird auch, aber heißt Putschen. So, und dann kann man vorsichtig das Papier abmachen. Hier habe ich jetzt nicht richtig Wachs dran gemacht, das muss man lernen. Und guck mal, wie leicht sich das jetzt hier abziehen lässt. Na, die Putschen, beim Patschen, da nimmst du doch eigentlich ein Stück Schwamm oder sowas und rubbelst ja, das Papier. Oder mit dem Finger. Ja. Und dann ist mir aufgefallen, du kannst, weil das Wachs diese Farbe richtig eingeschlossen hat, kannst du, wenn du Glück hast, das Papier in einem Stück so abziehen oder in großen Stücken abziehen. Weil die Farbe ist eingeschlossen hier. Und dann muss man bloß noch die Reste abrubbeln, natürlich vorsichtig abrubbeln. Damit man jetzt nicht wieder die Farbe runterrubbelt, die man jetzt hier schön übertragen hat. Aber das ist in Wachs eingeschlossen und dadurch kann man das, guckt euch das mal an hier. Perfekt. Wie man das abziehen kann. Ist ja wie. Das geht wie Brötchen backen, da braucht man ja nicht viel rubbeln. Als wenn du das schon jahrelang machst. Ja. Also das ist wirklich ganz leicht. Nicht dolle, nicht dolle draufdrücken, also nur so ein bisschen drüber gehen mit dem Finger. Also wer Putschen kennt, der weiß, dass man das ganz vorsichtig macht, damit man nicht die ganze Farbe runterrubbelt. Und wer nicht weiß, kann sich ja die Videos angucken bei dir. Genau. Und hier guckt mal, wie schön das runtergeht, weil das Wachs die Farbe eingefangen hat. Das ist so, bin so begeistert. Also da werde ich noch ganz viele Kerzen mitmachen, denke ich mal. Habe ja noch viele Motive und dann habe ich auch eine Freundin, die Motive ausdrucken kann mit dem Laserdrucker. Da kann man sich dann die Motive ausdrucken lassen, die man gerne möchte. Ja.
und kann dann seine Kerzen so gestalten, wie man sie haben möchte, zu dem Anlass, wie man sie braucht oder sonst was. Ich habe jetzt hier Weihnachten. Ist doch cool. Nochmal kurz abtrocknen. Ich staune immer wieder, was du wieder aufdeckst und alles so aus der Versenkung hochholst. Und was alles so gibt. Man muss bloß mal ein bisschen gucken im Netz. Ich gucke ja immer nach neuen Sachen, erkundige mich bei Freunden, ob die irgendwas Neues gefunden haben. Auf mein Konto darf ich zwar nicht gucken, aber mein Gott. Ich werde dir entschädigt, wenn ich deine Filme hier sehen darf. Das sind jetzt meine 4 fertigen Kerzen. Das war jetzt erstmal nur mein Probelauf, also das erste Mal auf Kerzen geputscht. Und das geht so einfach, das macht so wahnsinnig Spaß. Gut, man muss ein bisschen aufpassen, dass man wirklich überall Wachs hinmacht. Hier, wo ich jetzt keinen Wachs richtig hingestrichen habe wahrscheinlich, da ist das jetzt abgegangen. Man muss da wirklich ein bisschen drauf achten, dass man das ordentlich macht. Aber ansonsten ging das ja wirklich kinderleicht. Und jetzt macht man von diesem Kerzentransferwachs noch mal eine Schicht drüber, über dieses Bild, damit das dann versiegelt ist. Und ja, das dauert jetzt auch nicht lange. Das Wachs wird jetzt relativ schnell trocken. Ist ja bloß eine dünne Schicht, kommt jetzt überall Luft ran. Und schon ist die Sache versiegelt. Cool. Und weil ihr mich immer fragt, wie viel da jetzt verbraucht worden ist. Also ich habe jetzt hier diese Dose. Ich glaube, mehr war da auch gar nicht drin, als ich angefangen habe. Also es ist nicht viel raus. Wirklich, ich habe jetzt die 4 Kerzen gemacht und kann damit bestimmt noch 100 Stück machen. Also nischt verbraucht eigentlich. Ein paar Pinselstriche und fertig ist. Aber ich wäre jetzt nicht Glitzer-Else, wenn ich das einfach so lassen würde. Ja, typisch. Es gibt nämlich jetzt solche Candle-Wachs-Pen. Warum nicht immer auf Englisch da steht, verstehe ich nicht. Also Wachsmalstifte, die man zum Malen auf Kerzen nehmen kann. Wachsstifte. Frau und da, aber auch. Frau auch, ganz besonders Frau. Wo jetzt natürlich dann auch Gold und Silber und vor allem auch Glitter jeweils in Gold und Silber ist. Ach, das ist natürlich was für mich, die muss ich haben. Gold und Silber sowieso. Aber hier sind jetzt diese Glitterstifte. Ich habe jetzt das sowieso schon wieder in meinem Behälter, in meinem Ständer gehabt, aber... Naja, ja, wie nennt man das jetzt? Und damit, Halterung. In meiner Halterung, ja, hört sich besser an. Und damit kann man dann jetzt mit diesen Stiften, jetzt mache ich mir den Stern, den ich mir jetzt hier ein bisschen versaut habe, mache ich da einfach mit Glitter. Und mache Weihnachtskugeln am Baum. Mal das noch ein bisschen nach und mache auch noch ein paar glitzernde Weihnachtskugeln dran, genau. Das ist wie mit dem Perlenpen. Du und dein Glitzer, ey. Ja, Glitzer muss... Und da das jetzt so was für Kerzen gibt, das ist so genial. Glittermaler für Kerzen. Werd da ja nicht drüber fertig. Das ist ganz edel. Da gibt es auch ganz viele verschiedene Farben von. Dürfte jetzt natürlich nicht auf die Nase fallen lassen, also auf die Sicht fallen lassen. Und jetzt hat man dann wirklich tolle, schon mit den Putschen sind die toll, weil so was gab es ja sonst auch noch nicht. Aber mit Glitter... Punkten, Glitterverzierung, edel. Und mit diesen Stiften könnt ihr natürlich auch Schriften auf eure Kerzen zaubern, wenn ihr gut schreiben könnt. Bei mir sieht es ja immer aus, wie als wenn da jetzt ein Vogel drüber gelaufen wäre oder meine Hunde. Jetzt habe ich hier die Punktchen vergessen, machen wir gleich noch. Guck mal, ich habe noch was für dich hier. Noch ein Schild? Ja. Lass dir dein Glitzern nicht nehmen, nur weil es andere blendet. Wahnsinn. Glitzer muss überall. Glitzer muss drauf sein. Mensch. Und ja, also das ist so genial. Du bist sprachlos, weil ich dir wieder jemand. Ja, jetzt mache ich hier mal noch mit Goldkugeln drauf. Das macht richtig Spaß. Drauf potschen und dann noch mit diesen Stiften draufmalen. Edel. Also Wachspen. Ich verlinke euch natürlich, wo ihr das bekommen könnt, um das mal auszuprobieren. Aber putschen, das werde ich jetzt öfter machen auf Kerzen. Einfache weiße Kerzen kaufen. Ihr könnt ja auch bunte Bilder drauf putschen, wenn ihr einen Laserdrucker habt oder mit Laserdrucker gemachte Bilder habt. Ich habe ja da noch ein paar. Ich kann da auch Röschen und sowas drauf machen dann. Da siehst du. Im Frühjahr. Also kann man sich seine Kerzen machen. Edel.
Also mir hat das wirklich wahnsinnig Spaß gemacht. Probiert es ruhig mal aus, eure Kerzen jetzt gerade für Weihnachten oder zu Geburtstagen, zu Silvester extra zu gestalten. In diesem Sinne, bleibt weiterhin neugierig und schaut wieder bei uns rein, denn wir zeigen euch, wie es gemacht wird.